Hey Toni, hättest du kurz Zeit, dass wir das für die Diplomarbeit machen, eben für die wissenschaftlichen Arbeiten? Dass wir das schnell durchmachen, weil ich bin ein bisschen nervös und dass wir sie da sicher sind. Ja, passt. Und passt es, wenn wir das in einem Interview machen, also wie in einem Interview, dass ich dir als erstes frage und du mich dann später über die Begriffe fragst und zum Schluss komme ich nochmal drauf. Passt das? Ja. Hey Toni, was versteht man eigentlich unter wissenschaftlichen Arbeiten? Also wissenschaftliches Arbeiten ist ein systematisches oder methodisches Vorgehen. Du musst wissen, Ergebnisse müssen immer objektiv nachvollziehbar und reproduzierbar sein. Du musst da deine Online-Quellen angeben, weil das richtig wichtig ist. Okay, ich frage dich ja gleich zum zweiten Punkt, weil das haben wir schon angeschaut. Was sind eigentlich die Methoden? Also, was steht uns zur Verfügung? Also wir könnten 6 Methoden verwenden. Da gibt es die Umfrage, das Interview oder man kann ein Experiment machen. Es gibt da Fallstudien, also eine Analyse von einem Einzelfall, die du mit Theorien verknüpfst. Es gibt auch nur Inhaltsanalyse, zum Beispiel von einem Text oder eine Beobachtung, so ähnlich wie in BW. Okay. Ich muss dich auch für 2 Punkte noch fragen. Wie kann ich wissen, wie zuverlässig eine Online-Quelle ist? Und steht das Forschungsergebnisse objektiv, repräsentativ, valide und zuverlässig sein müssen. Also was heißt das? Okay, fangen wir mal mit der Quelle an. Es ist wichtig, dass dir bewusst ist, wer ist der Autor? Mhm. Von wo kommt er? Was veröffentlicht er? Und mit was beschäftigt er sich überhaupt? Und dann geht man näher also in die Quelle selber ein. Also man stellt sich bestimmte Fragen über die Quelle. Auf welche Art und Weise ist die Quelle geschrieben worden bzw. veröffentlicht worden? Und da gibt es eben den Blog oder vielleicht eben in einem Artikel oder in einem Beitrag zu finden. Und was ist überhaupt das Ziel dieser Website? Was will man erreichen? Das sollte man sich natürlich auch stellen bei so einer Quelle. Und zum Schluss gibt es eben nur den Schreibstil, auf welche Art und Weise der Schreibstil eben ist, ob es jetzt mit Fachbegriffen geschrieben worden ist oder etc. Und jetzt kommen wir schon zu den Begriffen. Und unter Validität verstehe ich die Voraussetzung bestimmter Eigenschaften, die beinhaltet sein sollen, wie eine valide Messung, um glaubwürdige Ergebnisse zu liefern. Weil wenn das eben den Punkt übertrifft, kann es eben zu keinem guten Ergebnis führen. So habe ich mir das gemerkt. Okay. Und den zweiten Punkt habe ich mir eben gemerkt, der heißt Reliabilität. Ja. Den habe ich mir gemerkt, dass sie das ganz einfach nur mal wiederholt. Man geht den ersten Schritt praktisch ein zweites Mal durch und schaut, ob die Ergebnisse wirklich den Voraussetzungen entsprechen. Und zum Schluss gibt es eben nur das Objektive einer Forschung. Und es zeigt uns einfach die Sicherheit, wie sicher ist das Ganze eigentlich. Und darunter versteht man eben den Begriff Objektivität. Und wenn man das schafft, dann können genauso keine anderen Personen in das Ganze eingreifen, wenn es eben sicher ist und du dein Ziel erreicht hast. Und jetzt interessiert mich nochmal der letzte Punkt, dass du mir den schnell nochmal nennst. Warum muss man seine Quelle überhaupt angeben? Also du musst deine Quellen angeben, weil sonst kann die wer wegen einem Plagiat vorwerfen. Bedeutet, wenn du deine Quellen nicht rechtlich kennzeichnest, also mit einem Link zum Beispiel, und wenn du nur dazu nur was dazu erfindest, was eigentlich nicht stimmt oder nicht in der Quelle vorhanden ist, kann die wer wegen Betrug oder Plagiat vorwerfen. Und das ist der Grund, warum wir in der Diplomarbeit unserer Quellen per Links oder mit Seitenangaben angeben müssen. Okay.